Guten Morgen. Leute, die Zeit verfliegt. Wir haben schon wieder Donnerstag, was man daran merkt, dass ich jetzt hier mal spätestens in meine Fotokiste greife. Ich weiß gar nicht, ob ich das Bild, was mir heute vorschwebt, ob ich das nicht sogar schon mal verarbeitet habe. Ich gucke jetzt nicht nochmal in mein Album, wenn nicht, wird es einfach ein zusätzliches Layout. Und zwar, ach guck mal, das könnte ich auch mal machen, das Bild, ne? Das ist, ich glaube, sogar unser, nicht der zweite Fahne-Urlaub, glaube ich. Da waren wir beide schon wieder ein bisschen schmäler. Vielleicht war es 2010. Boltenhagen im Sommer hatten wir schon. Und ich suche jetzt das Äquivalent noch im Winter. Wir haben nämlich auch auf der Seebrücke in Boltenhagen ein Winterbild gemacht. Ja, es ist Donnerstag. Eigentlich wollte ich das Video gestern schon drehen, aber ich habe mich gestern verdaddelt. Wie das halt so ist, wenn man mit einem Thema anfängt. Ich gucke euch gleich an, wenn ich das Bild gefunden habe. Hier habe ich es. Da, das möchte ich. Vom Winter in Boltenhagen. Wir stehen an der gleichen Brücke. Jetzt habe ich das andere Bild wieder weggepackt. Hier. Ne? Einmal Winter, einmal Sommer. Ja, ich habe mich gestern verdaddelt. Und zwar habe ich gestern Zoom-Meeting mit meinen Teammädels gehabt. Und ich habe nächste Woche auch ein Zoom-Meeting mit meinen Teammädels oder mit einem Teil davon. Nächste Woche ist nämlich Anglühen. Nächste Woche ist Onstage von Donnerstag bis Samstag. Onstage at Home, das ist ein Online-Event, ähnlich wie das Leader Summit während des Urlaubs auch war. Mit Übertragung. Und da habe ich gesagt, komm Mädels, alle, die sich angemeldet haben, wir machen mal am Abend vorher ein Vorglühen. Stoßen mal so virtuell mit einem Sekt an. Also ich werde mir wahrscheinlich hier sogar einen aufmachen. Sven hat gesagt, er wird sich von zu Hause auch einschalten. Und wir haben ein Produktpaket bekommen. Das ist auch schon rumgegeistert, aber wir dürfen es eigentlich noch gar nicht zeigen. Mit dem Make and Takes gebastelt werden. Also die Projekte, die man sonst live auch onstage bastelt. Das konnten wir uns im Vorfeld schon bestellen. Das habe ich natürlich gemacht. Und dann habe ich gedacht, so von wegen, ach Mensch, Leute, um uns darauf einzustimmen, lasst uns doch den Abend vorher schon mal ein bisschen zusammensitzen und gemeinsam basteln. So, jetzt ist Basteln natürlich, wir können alle in den Bildschirm gucken und basteln, aber dann habe ich gedacht, nee, willst du nochmal eine zweite Kamera dazu holen? Und es ist ja ohnehin, wenn wir wirklich mal ein Live-Basteln machen, ist das Thema ja bei mir ohnehin noch da. Und dann habe ich überlegt, wie ich das hinkriege, wie ich das in einem Zoom-Meeting hinkriege, weil ich möchte natürlich auch, dass wir uns unterhalten nebenbei und nicht, dass das über einen Chat oder so läuft, sondern ich wollte das schon über ein Zoom-Meeting machen. Wie das in einem Livestream funktionieren könnte, habe ich dann ja auch irgendwann mal rausgefunden, aber wie kriege ich das beim Zoom-Meeting hin? Dann dachte ich erst mit dem Handy, aber ich kriege die Kamera nicht gedreht und Handy ist auch nicht so bitte die prickelnde Qualität. Also habe ich gedacht, ich habe ja zwei Camcorder. Ich zeige euch ja gleich nochmal was. Und ich kann ja den Platz hier auch nutzen. So, und dann habe ich rausgefunden und habe überlegt und habe dann rausgefunden, wie es funktioniert. Habe das einmal aufgebaut, funktioniert auch. Aber ich kriege die Kamera nicht gedreht. Also wenn ihr meine Bastelvideos guckt, ist das ja so, dass ihr wie auch in dieser Position so mir über die Schultern guckt. Das wäre doof, wenn das Bild auf dem Kopf steht. Bei meinen normalen Videos drehe ich das einfach im Videoschnitt. Da kann man die Ansicht drehen. Das kann man so eigentlich auch machen, aber nicht in einem Zoom-Meeting. Zumindest soweit ich das rausgefunden habe. Und dann habe ich mich noch damit beschäftigt, wie ich dann meinen Kameraaufbau umbauen kann. Da habe ich ja nun mittlerweile auch. Die Kreativität habe ich ja mit Winkeln und mit Kugelköpfen und sowas. Und das habe ich dann auch rausgefunden. Und damit habe ich mich irgendwie gestern den ganzen Tag beschäftigt. Und das ist so, das tut mir aber auch gut, weil ich will ja dann auch wissen, wie das funktioniert. Ne? Ich war ja schon immer und ich bin auch immer noch ein sehr wissbegieriger Mensch. Ich war kein Streber. Mir ist vieles zugefallen. Also ich war kein Streber. Das können, glaube ich, auch Klassenkameraden bestätigen. Ich hatte halt das Glück, dass mir vieles zufiel. Also ich bin kein Wunderkind, das eine super hohen IQ hat und dem alles wirklich so, der das einmal liest und ich habe ein fotografisches Gedächtnis, das nicht. Aber ich war
beim Erfassen von Sachverhalten und Zusammenhängen schon immer recht gut. Und manche Sachen sind mir auch wirklich zugeflogen. Also bis zur 10. Klasse musste ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Also ich kann mich an ein Ding erinnern. Mein Bruder und ich haben uns ziemlich lange ja noch ein Zimmer geteilt. Und unsere Betten standen so Fußende an Fußende und dazwischen war ein Vorhang, damit auch jeder so seine Privatsphäre hatte. Und wir haben Gedichte häufig abends gelernt. Irgendwer hat uns mal erzählt, lern das Gedicht abends, leg dir das Buch und das Kopfkissen und dann kannst du es am nächsten Morgen. Glaube versetzt ja manchmal auch Berge. Hat immer funktioniert. Hat immer gut funktioniert. Also mein Bruder lernte abends den Zauberlehrling. Und morgens hat er ihn dann nochmal beim Frühstück aufgesagt und ich konnte ihn quasi abhören, ohne ins Buch zu gucken. Weil Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und in reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Also das kann ich heute noch. Ne? Und beim Zauberlehrling fällt mir auch ein, mein Neffe hat mal Weihnachten eine Rezitation vom Zauberlehrling zum Besten gegeben. Hammer. Die hat er bei meinem alten Deutschlehrer gelernt. Der war richtig gut. Als Deutschlehrer und Englischlehrer war der richtig gut. Mein Vater hatte bei dem schon Unterricht, da war der damals Junglehrer nach dem Krieg. Dann hatte mein Bruder bei ihm Unterricht, obwohl ich nicht weiß, ob er Deutsch bei ihm hatte. Also er war Deutsch- und Englischlehrer, aber doch, ich glaube, er hatte auch Deutsch und Englisch bei jemand anderem. Ich hatte Deutsch und Englisch bei ihm und mein großer Neffe hatte Nachhilfe bei ihm. Da war der nachher schon im Ruhestand und dann war mein großer Neffe einfach nochmal, nicht weil er die Nachhilfe jetzt besonders nötig gehabt hätte, das war ja auch ein helles Köpfchen, aber um so gewisse Sachen nochmal mit zu vermitteln, weil der hatte wirklich vom Pädagogischen her und von dem, was er, der hat auch extrem viel Lebensweisheiten mit weitergegeben und da hat meinem Neffe eine Rezitation vom Zauberlehrling zum Besten gegeben. Hammer. Das ist bis heute noch in meinem Gedächtnis. Und ich habe immer gerne gelernt. Im Abitur nachher merkte ich auch, dass ich lernen muss, dass es mir nicht mehr so leicht zufällt und ja, da musste ich mich echt auf den Hosenboden setzen und es ist mir echt schwer gefallen, weil ich war nie, das ist der kleine Rebell in mir, ich war nie der Typ, der auswendig lernen konnte. Ich hatte keinen Bock, auswendig zu lernen, weil ich war immer der Typ, der gesagt hat, ich muss es ja verstehen. Ich muss die Zusammenhänge verstehen, ich muss es anwenden können. Reines Auswendiglernen bringt mir überhaupt nichts, wenn ich nicht weiß, worum es geht und was ich damit machen kann. Ne? Deswegen war ich immer der Typ, also wenn es ums Auswendiglernen ging, habe ich, da war bei mir eine Sperre, da habe ich mich gegen gewehrt. Deswegen hatte ich vielleicht dann auch im Studium ein bisschen Probleme, weil da musste man viel auswendig lernen. Und mit gesundem Menschenverstand ist man da nicht unbedingt weitergekommen. Deswegen bin ich da vielleicht auch gescheitert. Aber das war schon so im Abitur, merkte ich dann so, ich muss mich auf den Hosenboden setzen. Und auch mein Begreifenskosmos hat irgendwo Grenzen. Das merkte ich in Mathematik, als es an die Vektorrechnung ging. Das ist ein Thema, das hat sich mir bis heute nicht erschlossen, wie sich Zahlen in mehrere Richtungen bewegen. Bei mir steht eine Zahl auf einem Stück karierten Papier und da steht ein Plus, Minus, Mal, Durchzeichen daneben oder eine Formel und dann ist das okay. Aber wie sich eine Zahl, das hat sich mir nicht erschlossen, war vorbei. Mein Steckenpferd im Abitur war Chemie. Ich wollte ja mal Pharmazie studieren. Das erledigte sich dann aber spätestens mit meiner Abiturnote in Chemie. Die habe ich mir nämlich richtig vergeigt und das ärgert mich bis heute. Vielleicht bin ich doch ein bisschen Streber. Ich habe eine Vornote, glaube ich, gehabt von 1,5. Ich stand also auf Kippe. Dann habe ich eine 2 geschrieben im Schriftlichen. Und dann sagte meine Chemielehrerin zu mir, okay, wir gucken mal. Oder eine 2,5. Auf jeden Fall stand es auch auf Kippe. Komm mal in die mündliche Prüfung und dann entscheiden wir. Oder ich stand nach der schriftlichen auf Kippe. Und dann sagte sie, komm mal in die mündliche Prüfung und dann entscheiden wir das. Ja, und dann bin ich in die mündliche Prüfung und es gab ein Sachgebiet, was nicht hätte drankommen dürfen. Und das war Neutralisation, Säuren, Basen, ne, sowas. Und das Hassthema bei uns in der Klasse oder in dem Kurs, wir sind ja noch nicht nach diesen Leistungskursen, das gab es bei uns noch nicht. Das ist erst in den Jahrgängen nach uns eingeführt worden. Ich bin ja, was das Abitur angeht, Wendekind. Und makromolekulare Stoffe, ne, das hat kein Mensch begriffen. Und für mich war das so, das ist mir zugeflogen. Das war für mich mein Thema. Das mochte ich total gerne. Und ich erinnere mich da noch dran, wir schweifen heute mal ein bisschen aus. Ich habe ja die ganze Woche nicht gevloggt. Ein Klassenkamerad von mir und ich, wir standen vor der mündlichen Prüfung. Er war nach mir dran. War aber schon da, weil er natürlich dann, während ich in der mündlichen Prüfung bin, schon in den Vorbereitungsraum gegangen ist.
Das war ja dann so verschachtelt. Ist auch egal. Auf jeden Fall standen wir davor und dann haben wir uns versucht, so ein bisschen zu beruhigen. Und ich bin ja kein Prüfungsmensch, ne? Ich kriege da die große Flatter. Ich habe im Studium nachher bei meinem zweiten Staatsexamen, im mündlichen Examen, im schriftlichen war es auch einmal so weit, da saß ich nach der Pause und habe gesagt, entweder heulst du oder du gehst, weil es überhaupt nicht lief. Ich habe mich dann fürs Heulen entschieden. Ich bin aufs Klo gegangen, habe ein bisschen vor mich hingewimmert und danach war dieser Druck weg. Und dann lief die Prüfung super. Aber da stand ich dann und wir waren total aufgeregt und haben uns unterhalten und haben dann gesagt, so von wegen, was dürfte denn bei dir nicht drankommen, was dürfte bei mir nicht drankommen? Und dann sagte er, so makromolekulare Stoffe ist für mich Horror. Und ich dann so, oh Gott, Neutralisation ist für mich Horror. Und ich komme in den Vorbereitungsraum, man musste ja dann nochmal so eine Experimentstrecke aufbauen und so und sehe meine Aufgabe und es ist Neutralisation und da war bei mir aus. Ich habe so gezittert. Wie Espenlaub, wirklich. Ich musste ein Experiment vorbereiten und musste ich mit der Pipette in so ein Reagenzglas was reintröpfeln. Das ging nicht, weil ich habe so gezittert, dass ich die Öffnung von dem Reagenzglas nicht getroffen habe. Dann war ja ein Lehrer mit dabei im Vorbereitungsraum und der sagte dann so, Mensch Mädel, was ist denn mit dir los? Und ich dann so, das schlimmste Thema, was hätte drankommen können. Und dann hat er mir so einen kleinen Erlenmeyer-Kolben gegeben und hat gesagt, komm, die Öffnung ist ein bisschen größer, hat das umgeschüttet, sagt er, versuch mal hier. Ich habe auch diese Öffnung nicht getroffen. Am Ende hat er gesagt, komm, erzähl es gern weiter und hat mir das da, was soll ich machen? Und dann hat er mir das da reingetröpfelt. Ich habe diese Prüfung total versemmelt. Bin, glaube ich, mit einer 3,5 aus der mündlichen Prüfung raus und dadurch war meine Note dann 3. Also ich weiß nicht mehr, wie ich vorher stand. Das kriege ich nicht mehr hin. Auf jeden Fall ist das die einzige 3 auf meinem Abiturzeugnis. Ist für mein Le späteres Leben nicht entscheidend gewesen. Ich habe einen Abischnitt von 1,7 gehabt und war dadurch auch von dem Numerus Clausus her, hatte ich da eigentlich keine Probleme in den Studiengängen, in die ich wollte. Aber diese 3 ärgert mich bis heute, weil sie so unnötig war. Und dann warte ich noch auf meinen Mitschüler, bis der dann durch ist mit seiner Prüfung. Ich weiß nicht, ob wir danach noch einen Kaffee trinken gegangen sind oder so. Auf jeden Fall hatte ich auf ihn gewartet. Und was hat er gehabt? Makromolekulare Stoffe. Er hat gesagt, ein schlimmeres Thema hätte nicht kommen können. Und ich dann so, Dito. Ne? Er hätte Neutralisation, wäre für ihn das überhaupt kein Thema gewesen. Aber wie gesagt, ich war schon immer recht wissbegierig und habe mich dann nochmal geärgert, wenn ich Sachen nicht verstanden habe. Noch eine Geschichte aus meinem Leben. Also, und ich eigne mir, wie gesagt, ich bin auch ein Typ, ich eigne mir so Sachen auch an und ich will die verstehen. Und das ist das, wo ich im Moment ein bisschen gedaddelt habe, was die Technik angeht. Und in dem Thema bin ich immer noch drinne, dass wenn ich mal ein Live-Meeting mache oder so, dass ich da einfach, der Hangout war einfach grottenschlecht. Aber ich habe mir da keine Zeit genommen und jetzt will ich das begreifen und jetzt beiße ich mich da fest, was da schiefgelaufen ist und wie ich das optimieren kann. Da kommt ja dann so dieses Anspruchsdenken. Und da bin ich im Moment, dass ich relativ viele Webinare gucke und mir Videos auf YouTube angucke zu diesem Thema, wie man was aufbauen kann, wie man was lösen kann, wie dieses Programm funktioniert. Und ich habe jeden Tag irgendwelche Aha-Momente. Ne? Meistens gucke ich morgens dann in meiner Morgenroutine, also wenn ich morgens dann so mir meinen Kaffee koche und mein Frühstück esse und aufwache und so und zu mir komme, da gucke ich schon die ersten Videos und da habe ich schon meine ersten Aha-Momente. Und damit habe ich mich gestern verdaddelt. Aber dafür habe ich auch für nächste Woche schon ein bisschen vorgearbeitet, dass das da vernünftig funktioniert. Aber mit dem Selbstaneignen habe ich auch noch eine Geschichte erstmal. Ich bin ja ein Typ. Google und Wikipedia sind ja für mich die genialste Erfindung schlechthin, ne? Also und YouTube und diese Wissensteilen. Ich habe ja sogar abends auf dem Sofa mein Handy liegen, nicht weil ich dann großartig noch datteln will oder gucken will, mache ich auch. Aber oftmals ist es so, dass wir beim Fernsehen sitzen und dann kommen Schauspieler und wir dann immer so, lebt der eigentlich noch? Zack, Google. Oder aber, wenn wir geschichtlich was sehen, ne? Wann war denn das? Oder was war denn da parallel? Zack, Google. Fragen, ne? Und lesen. Und so war ich schon immer. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich glaube, das haben unsere Eltern uns beigebracht. Früher gab es ja kein Google oder Wikipedia. Aber meine Eltern hatten Meyers Lexikon, mehrere Bände im Wohnzimmer stehen. Und das ist, ich bin damit ganz wie selbstverständlich aufgewachsen. Wenn ich was wissen will, gucke ich da rein. Weil wenn meine Eltern nicht sofort verfügbar waren, weil die im Betrieb waren und gearbeitet haben, dann wollte ich dann auch nicht, da war ich zu voll runterzulaufen und zu sagen, ja, wie ist denn das? Und dann habe ich dann einfach, haben meine Eltern uns beigebracht, schau ins Lexikon, ne? Bevor du irgendwas, schau ins Lexikon. Und das war wie selbstverständlich. Ich habe, dieses Lexikon war für mich,
mein Almanach, ne? Also das war meine Wissensdatenbank und deswegen liebe ich Wikipedia auch heute noch, ne? Das ist so, man kriegt diese Information viel schneller. Und wir waren, ich weiß nicht, ob es eine Familienfeier waren, aber es war, wir saßen im Wohnzimmer und irgendwo fiel das Wort Bordell. Nicht mal unbedingt in der Unterhaltung, vielleicht haben wir auch abends in größerer Runde gesessen, haben Fernsehen geguckt. Auf jeden Fall fiel das Wort Bordell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mit 14 noch total unbedarft, ne? Also ich war ungeküsst und ich habe mit 14 nicht mehr mit Puppen gespielt, aber ich kam halt von Land. Ich bin behütet aufgewachsen, ich war ein bisschen naiv und ich war damals auch noch nicht rebellisch und ne, ich war so ein Eiti-deiti-Kind, ne? So glücklich, Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war auch noch nicht mal 14, vielleicht war ich 12, als das war. Auf jeden Fall wie das Wort Bordell. Und solche Themen waren bei uns zu Hause so, ne, über so Sachen spricht man nicht. Da sind meine Eltern auch durch ihre Generation und durch ihre Eltern geprägt. Also solche Sachen waren bei uns echt tabu. Und dann fiel das Wort Bordell und ich sagte dann so von wegen, Mutti, was ist ein Bordell? Und ich glaube, sie wollte sich die Scham ersparen, mir das zu erklären, hat gesagt, guck noch mal ins Lexikon. Und mein Vater sagte, und lies mal vor, was du da findest. Das hat ihn dann auch interessiert, ne? Da war er ja dann auch Schelm, also zwiespältig. Und ich schlag das Lexikon auf und dann stand da Bordell und dann sagte mein Vater, lies doch mal laut vor und ich fange an. Bordell in Klammern, griechisch kleine Bretterhütte. Und die gesamte Gesellschaft, ich weiß nicht, wer da alles war, brach in schallendes Gelächter aus und ich konnte dieses Gelächter nicht nachvollziehen, weil ich wusste ja immer noch nicht, was ein Bordell ist. Ich habe dann weitergelesen und dann konnte ich mir das schon erklären. Aber das ist heute noch so, wenn das Wort Bordell fällt, kommt von mir, da könnt ihr meinen Mann fragen, Standopede, griechisch kleine Bretterhütte hinterher als Kommentar. Also das ist so ein Running Gag, Bordell, kleine Bretterhütte. Ja, wie gesagt, das ist das. Ich habe mir Wissen immer angeeignet und mir hat das oftmals gefehlt, wenn ich in meinem Arbeitsprozess war, dass ich so Sachen nicht neu dazugelernt habe. Mich befriedigt das ungemein, wenn ich neue Sachen lerne. Und das ist vollkommen egal, aus welchem Bereich das ist. Meine Sauerteige, ne, da habe ich halt gelernt. Technik lerne ich ständig. Ich bin da kein Profi, aber ich will so Programme verstehen und ich habe ein Ziel, wo ich hin will. Und da beiße ich mich dann auch dran fest und ich lerne und ich merke, wie das meinem Hirn gut tut, ne? Also wenn ich in so Lernprozessen bin, merke ich auch, wie ich besser werde. Und wenn ich lange nicht gelernt habe oder lange keine Herausforderungen mehr hatte, die ich mir angeeignet habe, dann merke ich, dass mein Hirn ein bisschen langsamer wird, ne? Dass das nicht mehr so leicht begreift. Und jetzt habe ich schon wieder ganz lange gequatscht und will eigentlich Scrapbooking machen. Aber da muss ich mir nämlich mein Videoset wieder hier aufbauen, weil das Video von gestern Abend, das Meeting-Setup ist hier noch aufgebaut. Und das wollte ich einmal kurz zeigen, weil ich habe nämlich auch ein paar Neuerungen. Weil ich kämpfe nämlich seit 3 Tagen auch wieder hier mit Kopfweh. Nicht, weil ich nicht gut schlafe. Ich schlafe im Moment wieder ganz gut. Ich habe die Zeitumstellung noch nicht begriffen, ne? Also ich bin quasi in der alten Zeit zum Weckerklingeln immer noch wach. Das ist jetzt 4:15. Normalerweise wäre es 4:45 gewesen. Und ja, dann liege ich oftmals dann noch die Stunde wach. Und ja, dadurch fange ich im Moment auch recht früh an zu arbeiten. Und wie gesagt, ich habe ein steifes Genick und manchmal bin ich ja auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, warum ich auf die Idee vorher noch nicht gekommen bin. Wir sind im Moment ein bisschen dabei zu suchen, ein neues Laptop für mich, weil meine Möhre tatsächlich schon ein bisschen alt ist und mich da auch Zeit kostet. Nicht nur, weil das Rendern ewig dauert, sondern weil auch die Grafikkarte veraltet ist und ich deswegen Fehlermeldungen bekomme, denen ich dann erstmal eine Stunde hinterher forsche, woran es denn tatsächlich liegen könnte, diese Fehlermeldung, um dann festzustellen, vielleicht ist dein Rechner einfach ein bisschen alt. Wir haben auch schon einen gefunden. Aber so knapp 2.000 € sind ja auch nochmal eine Investition, ne? Sven sagt, oh, es ist so schweineteuer, aber im Prinzip ist es das vom System her, was ich brauche, auch für die Video- und Medienbearbeitung und sowas, ist es schon okay. Es ist ein Gaming-Laptop. Also für diejenigen, die viel spielen. Ich bin ja kein Zocker, aber ich brauche halt diese Kapazitäten für meine Videobearbeitung. Und es wird auch wieder ein 17 Zoller, weil das halt mein Bildschirm ist, ne?
ich kann nicht auf einem kleineren arbeiten. Ich arbeite an dem Ding den ganzen Tag. Und das ist halt auch, wo ich sage, die 2000 Euro muss ich vielleicht auch investieren, weil es ist wirklich mein Hauptarbeitsmittel neben der Kamera. Ich sitze da fast den ganzen Tag dran und arbeite. Ich mache da meine Buchhaltung dran, ich mache meinen Videoschnitt, ich schreibe meine Blogbeiträge, ich schreibe meine Newsletter, ich mache alles an diesem Rechner. Und der muss einfach leistungsfähig sein. Und da muss ich vielleicht auch das Geld in die Hand nehmen, um mir da die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Und in diesem Zuge habe ich irgendwann mal so einen Blitzmoment gehabt und habe gedacht so, und habe das irgendwo gesehen, dass jemand seinen Laptop auf einem Ständer stehen hatte, sodass der Laptop hochkant stand und man quasi gerade auf den Bildschirm gucken konnte. Man brauchte dann zwar noch eine separate Tastatur. Und da habe ich gedacht so, ja, warum hast du sowas nicht? Gegoogelt, bestellt, nächsten Tag da. Und da habe ich gestern den ganzen Tag dran gesessen und es war so angenehm. Ich habe zwar immer noch das verspannte Genick, weil das muss ich natürlich immer wieder entspannen. Aber da habe ich den. Es sieht im Moment auch echt noch wild aus, weil ich noch eine Interimstastatur da stehen habe. Ich zeige euch das einfach mal. Ich nehme euch hier mal runter. Moment. Ich klinke euch hier mal aus und nehme euch mal in die Hand und drehe euch mal um. So, mein Arbeitsplatz. Hey, sieht eigentlich aufgeräumt aus. Da habe ich was bekommen. Da bin ich 3 Tage bei der Post hinterhergelaufen. Das ist von euch. So ein bisschen dufti-dufti. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Steht da noch. Habe ich gestern auch noch eine E-Mail zugekriegt. So. Hier ist übrigens dieser Ständer mit dem Laptop. Ne? Ich habe mich jetzt auch mit LAN verkabelt, damit die Übertragung besser funktioniert. Es sieht wild aus. Wildes Kabelgewirr. Da arbeiten wir dann noch dran. Aber da steht, wie gesagt, mein Laptop drauf. Die Tastatur ist eine eine Videoschnitt-Tastatur. Ich stelle euch mal ab, um das mal einmal hier aufzuklappen. Guckst du? Ne, da habe ich dann quasi, wenn ich jetzt hier sitze, wirklich einen geraden Blick auf den Bildschirm. Es gibt so Dinge, die haben sich mir noch nicht erschlossen. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich meine Webcams wieder zurückgeschickt habe. Ich arbeite nämlich jetzt mit meiner... Moment. Sorry, das war der Nachbar. Amazon hat mich hier zwar gesehen, aber hat drüben geklingelt und es da abgegeben. Ich habe mir nämlich so einen Ständer auch nochmal für zu Hause bestellt und die Tastatur ist da auch drin. Wie gesagt, die Tastatur ist eine Videoschnitt-Tastatur, mit der ich normalerweise nicht arbeite. Wir waren aber bei der Webcam. Ich nehme meinen Camcorder, mit dem ich auch meine Bastelvideos aufnehme, jetzt nämlich als Webcam. Und dazu muss ich dann hier noch mehr Kabelei aufbauen, weil ich dann den Camlink brauche. Und Lichter. Und das ist im Moment, und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert mit der Webcam. Und ich habe hier quasi dann meine Softbox, die nehme ich mir gleich wieder rüber zum Videodreh. Mein kleines Ringlicht, wo ich dann quasi nochmal ein bisschen Licht von der Seite genommen habe. Und für die Hintergrundbeleuchtung habe ich da noch eine Lampe stehen gehabt. Ja gut, mal eben so anstöpseln und ich stelle euch mal wieder drauf. Ja, mal eben anstöpseln und loslegen ist nicht. Ne? Und jetzt bin ich noch dabei, mich in dieses Programm einzuarbeiten und ich hinterlege mir da manche Sachen und habe heute Morgen unter der Dusche festgestellt, du bist ja bescheuert, das an deinem Laptop zu machen, weil da funktioniert es ja dann nicht, wenn du live gehen willst und dann legst du dir da, konfigurierst dir da dein Programm. Aber das muss ich dann mal irgendwie sehen, dass ich mir das rüber switche, kopiere die Dateien, dass ich dann auf dem anderen Laptop weiterarbeiten kann. Also das sind so Sachen, mit denen ich mich im Moment beschäftige. Und die echte Zeitfresser sind. Aber das ist wie in der Homöopathie. Es muss erstmal schlechter werden, bevor es besser wird. Weil wenn ich die Sachen dann weiß, dann muss ich nicht jedes Mal nachsuchen und gucken und mich nicht jedes Mal mit dem Thema beschäftigen, sondern kann dann quasi auch loslegen und sagen, hier, war jetzt gerade die Kamera und hallo. Was macht denn der Autofokus? Macht er das schon die ganze Zeit? Das wäre ja jetzt doof. Naja, ich bin sowieso erstmal am Ende. Wenn der das jetzt die ganze Zeit schon macht, dann Halleluja. Das gucke ich mir jetzt erstmal an. Im Moment ist das Fokuskreuz genau hier bei mir auf der Stirn. Nee, vielleicht habe ich jetzt auch gerade beim Daddeln irgendwas vermatscht. Ich mache hier erstmal Pause, ich melde mich später nochmal.
Ich glaube, ich bin an das Display gekommen und habe den Autofokus aktiviert. Ich hoffe nicht, dass das die ganze Zeit schon so war. Also, wie gesagt, ich bin da dran und ich bin auch im Moment dabei, meine Abläufe zu strukturieren. Und auch das sind so Sachen, um so Routinen zu schaffen. Auch das kostet erstmal viel mehr Zeit, aber im Endeffekt wird es mich unterstützen und mir Zeit sparen. Manchmal fängt es bei so Kürzeln an wie MFG und dann schreibt das in die E-Mail mit freundlichen Grüßen. Signaturen, Schnellbausteine, da bin ich ganz gut aufgestellt. Was ich im Moment mache, ist Prozesse zu optimieren, dass ich nicht jedes Mal überlege, was machst du jetzt, was musst du nochmal überlegen. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Teammitglied bekomme, dann geht ja natürlich ein Prozess los, dann wird eine Begrüßungsmail geschrieben, dann wird ein Päckchen gepackt, dann wird für den Blog freigeschaltet. Das noch vor der E-Mail, ne, das muss ja dann auch alles noch übereinander stimmen, zur Community eingeladen, Facebook-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, alles, was so drumherum ist, dann auch die ersten Schritte zu begleiten. Da möchte ich verstärkt auch arbeiten in Zukunft, aber dazu, damit ich nicht jedes Mal überlege, was musst du jetzt bedenken oder an welchem Stand ist dieses neue Teammitglied gerade, ne? Das ist ja dann auch so, wenn nachher die Celebration kommt und neue einsteigen, dann steigen ja auch mehrere gleichzeitig ein oder hintereinander und die sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Die Prozesse da zu optimieren, da bin ich im Moment dabei und das muss ich halt erstmal definieren, um es dann anwenden zu können. Ne? Und das kostet im Moment extrem viel Zeit, wird mich im Endeffekt aber optimieren, was das Zeitliche angeht, weil ich dann nicht jedes Mal neu anfange. Ich bin im Moment auch, ich weiß nicht, ob jemand von euch mit Notion arbeitet, da bin ich im Moment ein bisschen am Gucken. Bin drüber gestolpert über Evernote. Evernote kennen wahrscheinlich relativ viele, gibt es auch schon viele Jahre. Habe ich mir auch angeguckt, finde ich die Oberfläche ein bisschen schwierig. Es geht einfach so, um Notizen zu sortieren. Ihr habt gerade, glaube ich, gesehen, ich arbeite im Moment mit 3 Notizbüchern, wovon ich 2 aber demnächst vereinen werde, weil sie sind beide gen Ende und die werde ich dann in 1 packen, dass ich nur noch meinen Kalender und das Notizbuch habe, aber auch online. Und da ist Evernote echt cool, weil man kann PDFs einscannen und dann suchen und der geht über Volltextsuche. Das können OneNote und Notion nicht, aber Notion gefällt mir von der Bedienungsoberfläche her extrem gut, ist leider Gottes nur in Englisch. Auch da gucke ich im Moment relativ viele Webinare, aber man kann dann zum Beispiel so eine Roadmap machen, wie früher so diese Stecktafeln, ne? Da hast du dann ein Kärtchen, das ist rot und das heißt Emma. Und dann hast du so ein Stecksystem, so eine Tafel und dann hast du die Spalten und dann heißt so von wegen E-Mail, Päckchen, Blog und sowas, ne? Und dann kannst du sie quasi mit diesem Kärtchen immer weiter stecken und siehst ganz genau, an welchem Status ist Emma, was ist alles erledigt, was kommt noch, ne? Was musst du erledigen? Und diese Roadmap gibt es da digital, ne? Dass man quasi einen Vorgang anlegt und den dann immer auf die aktuellen Bearbeitungsstufen einfach nur antickt mit der Maus und weiterzieht. Und dann hat man dann irgendwann mal diese schöne Übersicht. Und das ist eigentlich mein Ziel. Das Doofe ist, dass Notion echt englischbasiert ist. Das kostet extrem viel Zeit, sich da reinzudenken, das zu verstehen. Das wäre auf Deutsch halt relativ einfach. Deswegen habe ich im Moment auch erstmal angefangen, so Sachen wie Projekte planen, Mindmaps und sowas, das auf OneNote zu machen. Obwohl Mindmaps, glaube ich, auf Evernote wieder besser funktioniert. Aber das ist auch noch so ein Thema, in das ich mich gerade einarbeite. Auch Prozesse zu definieren, zu optimieren, so wie so ein Bürohandbuch zu schreiben. Ne? Und das ist nicht nur, wenn man Angestellte hat, sondern es ist auch ganz nützlich, wenn man selber in diesem Büro arbeitet. Oder aber auch, wenn Sven sagt, er möchte mich mehr unterstützen, dass er dann auch einfach in das Buch gucken kann, ohne mich fragen zu müssen, mich aus meinem Prozess rauszuholen, dass er dann gucken kann, was muss ich als nächstes machen, wenn ich so eine Rechnung schreibe. Ne? Wie... Er ist selber ausgelastet, das ist jetzt nicht die Zukunft, aber selbst wenn man jetzt sagt, man holt sich nochmal eine Hilfskraft, eine Assistentin oder so mit rein, dass man da dann quasi diesen Leitfaden an die Hand geben kann, dass die nicht wegen jedem Hups nachfragen muss. Ne? Also natürlich wird jemand dann auch eingearbeitet. Das ist im Moment noch Zukunftsmusik, aber was man hat, dann hat man das fertig. Und jetzt habe ich ziemlich lange gequatscht. Es ist gerade die Tastatur gekommen von dem, was ich euch gezeigt habe. Und der Notebook-Halter für zu Hause, weil den schleppe ich dann nicht immer mit hin und her, sondern das nehme ich mir zu Hause mit auf dem Arbeitsplatz, dass ich da dann auch am Wochenende mal Video schneiden kann. Und das werde ich ja heute sehen, wie das funktioniert beim Videoschnitt, wenn ich den Kopf aufrecht halten kann.
Und gerade beim Scrapbooking. Obwohl ich werde es wahrscheinlich nicht sehr kompliziert halten. Das sage ich vorher immer. Aber ich glaube, ich werde auf ein 8x10 Format gehen, weil das Bild auch ein bisschen kleiner ist. Ich werde ein bisschen Schneeflocken drumherum machen. Ganz einfaches Layout. Kaum Journaling, sondern dann einfach nur so, wer wann wo. Ne? Da muss ich nochmal gucken, wann wir das aufgenommen haben. Wir waren jetzt auch schon zweimal im Winter in Boltenhagen. Ich glaube, das war letztes Jahr. Wir schauen mal. Also, schon wieder viel gesappelt, ne? Aber ich nehme mal Schmidt. Und den einen oder anderen interessieren ja diese Techniksachen vielleicht auch. Dazu habe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich könnte euch vielleicht die für OBS, da kommen wir mal, wenn ich mal über das Livestreamen erzähle, wenn ich dann mal so weit bin, dass ich live streame. Im Moment bin ich ja mit meinen Mädels mehr auf Zoom und da habe ich die Technik fürs Basteln dann jetzt auch endlich mal rausgefunden und hatte meine Aha-Momente. Und dann testen wir nächste Woche mal, ob das funktioniert mit dem Basteln. Ich werde euch berichten. So, und jetzt fange ich erstmal an zu arbeiten. Jetzt nehme ich mir hier, jetzt baue ich das Setup wieder ab. Jetzt habe ich euch das gezeigt. Und dann geht es mal hier an das Foto. Ne? Bis später. Ist er nicht schön? Damit bin ich heute Morgen geweckt worden von meinem lieben Mann. Aus dem bis gleich ist nämlich schon die nächste Woche geworden. Es ist Montag. Und ich habe den Vlog von letzter Woche noch nicht geschnitten. Ich habe ihn jetzt erstmal reingezogen bei mir ins Programm und habe mir mal angeguckt, was ich da überhaupt gesabbelt habe, weil ich bin einfach nicht dazu gekommen, weiterzudrehen. Wie das manchmal so ist. Ich habe es nicht vergessen, ich bin einfach nur nicht dazu gekommen. Und jetzt haben wir schon die nächste Woche, Montag, 2. November. Und immer am 2. des Monats, wisst ihr, bekomme ich von meinem lieben Mann Blumen. Und heute ist ein ganz besonderer 2. Heute ist unser 9. Hochzeitstag. Heute vor 9 Jahren haben wir geheiratet und es war ähnlich schönes Wetter. Es war nicht ganz so warm, wie es heute ist. Wir haben 18 Grad, sollen 20 werden. Weird, absolut weird, ist nicht gut für meinen Kopf. Aber wir haben, als wir geheiratet haben, hatten wir auch sehr, sehr schönes Wetter. Wir sind relativ viel spazieren gegangen. Wir haben ja auch noch unser Schloss an die Landungsbrücken gehängt. Die Geschichte habe ich euch ja schon mal erzählt. Das hängt leider nicht mehr, weil die Landungsbrücken wegen des Katastrophenschutzes, wegen des Flutschutzes umgearbeitet wurden. Und in diesem Zuge ist unser Schloss leider verlustig gegangen. Wir sind am Überlegen, ob wir nächstes Jahr zum 10. Hochzeitstag... Alter, wir sind schon 9 Jahre verheiratet. Hammer! Wir haben uns 2007 kennengelernt, am 2. November 2007. 13 Jahre sind wir schon zusammen. Das ist irre. Ich habe das Gefühl, ich kenne meinen Mann schon mein Leben lang. Ne? Das ist so, ja... Als hätte es nie eine Zeit ohne ihn gegeben. Ja, und dann habe ich heute 9 rote Rosen bekommen. Die hat er schon am Freitag besorgt. Die standen das ganze Wochenende im Keller. Das macht sie nicht besser. Aber morgens um 5, um 6 kriegt er noch keine Blumen. Und wenn er heute Abend kommt, hat unser Blumenhändler schon wieder zu. Der macht nämlich um 16 Uhr dicht. Woher soll mein Mann denn dann Blumen bekommen? Ne? Also hat er sie am Freitag schon geholt und hat sie im Keller gebunkert. Und ich habe mich heute Morgen gewundert, ich habe die Wohnungstür gehört, aber dann habe ich gedacht, vielleicht ist die Zeitung wieder unten, dass er die Zeitung hochholt. Nein, das waren die Rosen. Und daneben seht ihr Onstage. Diese Woche, habe ich euch ja berichtet, ist Onstage. Und letzte Woche, das hat er mir dann auch am Freitag geholt. Ich habe mir übrigens einen Kaffee gekocht, den trinke ich jetzt gleich nochmal, weil ich denke mal, dass ich den Vlog jetzt hier beenden werde. Und es ist halt wieder ein reiner Quassel-Vlog. Das Paket ist mit UPS geliefert worden und natürlich nach Hause, da wo meine Rechnungsanschrift ist, weil das ist das, was bei Stampin' Up in der Zentrale hinterlegt ist. Wenn ich Bestellung aufgebe, ist meine Werkstatt hinterlegt, aber in der Zentrale halt meine Rechnungsanschrift. Und dadurch wird das nach Hause geliefert, aber da ist tagsüber niemand. Und es ist ja nicht so, dass wir einen UPS-Laden hier in der Straße haben, 20 Häuser weiter. Nein, wir packen den ans andere Ende, also an Stadtausgang Eifelstraße. Anderes Ende ist übertrieben. Aber ich komme da nicht so ohne weiteres hin. Und dann hat Sven mir das am Freitag noch geholt. Ihr habt das sicher auch schon bei anderen Demonstratoren gesehen. Jetzt habe ich hier einen Wasserfleck von der Blumenvase. Ihr habt das sicherlich auch bei anderen Demonstratoren schon gesehen, das Onstage-Paket. Es ist echt... Cool, ne? Also mir gefällt das echt gut. At home, weil wir müssen uns ja dieses Jahr ein bisschen was anderes einfallen lassen. Ich habe mir aber heute Morgen auch erstmal, das kennt ihr noch, Tiffany, was so überraschend mal auch in den Vlog gekommen ist, die Sektgläser. Die standen immer noch zu Hause bei uns auf der Vitrine.
Die haben ja das Stampin' Up! Logo. Und am Mittwoch glühe ich ja mit meinen Mädels, die on stage at home dabei sind, glühe ich ja an, habe ich ja beim letzten Vlog, also in der letzten Woche schon erzählt, in diesem Vlog in der letzten Woche, in der letzten Sequenz. Wir glühen ja an, das heißt, wir wollen anstoßen. Und Sven wird am Anfang auch mit hier sein, deswegen habe ich beide Gläser geholt. Ich muss heute noch Sekt holen, damit ich den kalt stellen kann. Ich habe nur noch alkoholfreien hier. Und das macht ja keinen Spaß. Das war ein Scherz, aber es, vielleicht sollte ich doch lieber alkoholfreien trinken, weil ich habe mal einen Workshop gemacht, Hände hoch, von denen, die dabei waren bei dem Workshop. Ich weiß gar nicht, ob das der erste im Jahr war, dass wir aufs neue Jahr angestoßen haben oder ob ich Geburtstag hatte oder was auch immer da war. Auf jeden Fall haben wir angestoßen und es war der Workshop für die, der Face-to-Face-Workshop für die Schubladen, für die Gnetby-Regal. Ich habe ja in meinem Stempelregal diese Schubladen drin und die sind ja selbst gemacht. Da gibt es auch ein Video für, das kam dann, glaube ich, irgendwann mal 2 Jahre später. Das kann ich euch aber gerne mal hier oben verlinken. Neulich hat jemand auf Instagram sein neues Bastelreich gezeigt und dann kam sofort die Frage, oh, hast du da Schubladen drin? Und vielen lieben Dank, ich bin verlinkt worden, dass das meine Anleitung war. Und ich finde es wirklich genial, weil das ist platzsparend, da kann man Schnickel die reinpacken und man hat nicht so einen, so einen Leerbereich in dem Regal. Viele von euch nutzen die Gnetby-Regale ja als Stempelregale. Früher war das ja, ach nee, früher hießen die, waren das Bennos? Ich glaube Bennos. Und für die alten Regale habe ich auch eine Abwandlung drin, weil die sind von den Einlagen der Fächer her ein bisschen anders. Aber das findet ihr alles in dem Video. Und da haben wir einen Sekt getrunken. Es war für mich ein bisschen schwierig, durch diesen Workshop zu leiten danach. Erstens habe ich angefangen zu glühen, dann war die Zunge so lalalala. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe ein bisschen geschielt nach nur einem Glas Sekt. Ich hatte nicht wirklich was gegessen vorher. Also das war ein bisschen schräg. Deswegen sollte ich mir das vielleicht nochmal überlegen. Aber wir glühen ja vor. Es ist ja auch mehr so ein Sabbeln. Und ich bin schon dabei, die, die Projekte zu basteln. Sind ganz einfache, nur mal so ein bisschen, um warm zu werden mit dem neuen Set. Und da habe ich letzte Woche am Freitag, 4:15, 4:20 angefangen, die zu machen. Und das habt ihr sicherlich auch schon irgendwo gesehen, ne? Hier Libellen, das Thema. Wir hatten ja schon mal die großen Libellen mit Stanzform. Und jetzt kriegen wir eine Handstanze, das im neuen Frühling-Sommer-Katalog, also ab Januar für euch. Und wir sind da ja schon ein bisschen unserer Zeit voraus. Und ich stanze das erste Teil aus oder will es ausstanzen. Da sperrt diese Stanze. Nun hat unser Support nur bis 16 Uhr auf. Ich ans Telefon und hier so, meine Stanze funktioniert nicht. Ich brauche Ersatz. Ist ja kein Problem, wenn sowas passiert. Ich hoffe, dass es bis Mittwoch da ist, weil ansonsten muss ich dann in meinem Live-Meeting das hier mit der Hand ausschneiden. Das wird lustig. Nein, ja, ich freue mich schon total drauf auf das Vorglühen. Und Sven ist am Anfang mit dabei, weil wir das zu einer Zeit gelegt haben, dass er dann auch schon gerade hier so auf der Durchreise ist. Und wir haben ja Post bekommen, das Große. Und wir haben auch 2 Tage später, kam dann auch nochmal mit UPS, ne, das an. Aber das ist beim Nachbarn bei uns abgegeben worden. Und das ist so Center Stage. Center Stage ist regulär, wenn es normale Onstage-Veranstaltungen sind, immer am Vorabend. Und ist dann ab einem bestimmten Titel, ab einer bestimmten, also ab Elite Silber, glaube ich. Das zu erklären, würde hier zu weit führen. Es ist halt im Direktvertrieb immer so, dass es nach Titeln gestaffelt ist. Und ab Elite Silber gilt man bei Stampin' Up! Als Führungskraft, weil man nämlich schon sein eigenes kleines Team aufgebaut hat. Und dann ist immer nochmal so der Vorabend für Führungskräfte, wo es dann auch mal nochmal eine Schulung gibt und dies und das. Und das fällt diesmal flach, aber es gibt ein kleines Geschenk zum Center Stage, ne? Center Stage ist dann immer diese Vorabendveranstaltung. Leider konnten wir in diesem Jahr Center Stage nicht gemeinsam vor Ort erleben. Dennoch möchten wir Ihnen dieses tolle Geschenk überreichen. Wir schätzen die Hingabe, mit der Sie als Führungskraft Ihre Liebe zu Stampin' Up! Mit anderen teilen. Viel Freude mit Ihrem Geschenk. Und da ist dann halt immer drin etwas, was man immer gebrauchen kann. Eine Schere. Und dann ist hier ein drin. Ich habe ja gedacht, also meine erste Intuition, ich schneide das mal auf, war Taschenbaumler. Nun habe ich gestern Abend bei Irene beim Live-Basteln reingeguckt. Irene ist ja meine Ablein, wisst ihr ja. Und die sagte so von wegen, das ist das Anhängerchen für die Schere. Auf die Idee war ich bis dahin noch gar nicht gekommen, dass das ein Scherenanhänger ist. Was mir allerdings ein bisschen zu viel getüdelt ist. Ne? Da ist hier so ein kleiner Karabiner dabei. Und dann könnte man das an die Schere ranbammeln. Das ist mir zu viel Daddelei. Das hier sieht fast aus wie ein
Das könnte ein Radiergummi sein. Mal gucken. Testen wir doch gleich mal aus. Ich habe doch hier... Nee, das ist nur Plastik. Rasiert nicht. Ist nur Plastik oder so Gummi. Ich habe hier nämlich... Das habe ich am Wochenende gemacht. Sind wir heute ein bisschen dunkel? Egal. Das, was wir letzte Woche zu hell waren, sind wir heute zu dunkel. Ich habe nämlich noch kein Licht an. Ich habe am Wochenende auf der Couch gesessen am Samstag und dann kamen mir so ein paar Ideen für 12 Karten Weihnachten. Die erste Karte ist übrigens hier. Die bleibt nicht so weiß. Ich sehe schon, was kommt, weil das werde ich heute drehen, weil morgen geht's los. Und ich habe ja noch keine Karte vorbereitet. Aber so sehen meine Skizzen aus, ne? Wenn mir Ideen kommen. Man sieht da nicht wirklich viel drauf. Ist auch ganz wildes Gekrakel. Dieses Steno verstehe nur ich. Hoffe ich. Da mache ich mich dran. Also wie gesagt, eine kleine Schere und ein Scherenbaumler, wobei für mich das mehr so ein Taschenbaumler ist. Denn wir bekommen ja auch immer, das bekommen alle bei diesen Events, diesmal nur, wenn man es dazu gebucht hat, weil es halt so ein besonderes Event ist, so ein Onstage at Home. Aber wenn man in den Vorortveranstaltungen ist, bekommt man immer eine Tasche. Also Taschen gibt es bei Stampin' Up zu jeder Veranstaltung, also zu solchen Veranstaltungen. Und das ist dann hier in dem Karton drin gewesen. Wie gesagt, das habt ihr sicherlich bei vielen anderen auch schon gesehen. Da gibt es noch eine kleine Grußbotschaft vorne dran. Und dann ist das diese Tasche. Und die ist cool, weil die ist schön groß. Und da könnte man hier an den Reißverschluss, so hätte ich gedacht, den Taschenbaumler ransetzen. So, zack. Für sowas nutze ich das. Ich habe eigentlich... an der neuen noch nicht, an der, die ich jetzt gerade aktuell habe, aber sonst habe ich immer Taschenbaumler dranhängen mit irgendwelchen Klimbim. Und das Schöne an dieser Tasche ist, wir haben, als wir Thailand die Prämienreise hatten, hatten wir sowas ähnliches als Weekender-Tasche bekommen. Und dann hat man nämlich nochmal hier unten so ein Fach mit drin, wo man das Schneidebrett oder so reinpacken kann, wenn man zu einem Workshop fährt. Also die Taschen sind immer richtig cool, da passt ordentlich was rein. Ich kann schon fast eine Sammlung aufmachen, aber die gefällt mir diesmal wirklich ausgesprochen gut. Die werde ich auch behalten. Und diese Taschen kann man nicht kaufen. Die kriegt man halt nur zu diesen Events. Ne? Hin und wieder verlosen Demonstratoren diese Taschen. Ich habe, glaube ich, noch ein oder zwei, die ich dann auch noch mal für andere Sachen zurückhalte, als kleinen Gewinn oder als kleine Prämie oder irgendwie sowas. Und ja, aber die werde ich selber behalten, weil die finde ich nämlich cool. Mal sehen, vielleicht, nee, die werde ich nicht zu meiner Techniktasche machen, aber zum Swappen und sowas, ne, braucht man immer eine große Tasche. Oder wenn ich bin ja immer der Hin- und Herschlepper, ne, ich schleppe ja vom Büro am Wochenende nach Hause und von zu Hause hierher. Ich bin irgendwie immer Packesel, jeden Tag. Wir kriegen den Vlog heute noch beendet hier. So, und dann war mit dabei so Pins. Das ist seit 3 oder 4 Events ist das mittlerweile mit diesen Pins. Die kann man vor Ort tauschen, wenn man vor Ort ist. Und jetzt soll man sie per Post tauschen. Aber ich werde das mal so für meine Newbies mit reinnehmen. Das ist eine kleine Vorschau. Es scheint irgendwas mit Erdbeeren zu kommen. Das ist nämlich oftmals so, dass so Motive schon kleine Vorschau-Sachen sind. Dann haben wir hier ein Känguru. Das Onstage ist natürlich für Onstage. Das werde ich mir wahrscheinlich an die Tasche machen. Dann haben wir hier so einen Stickerbogen. Norbert. Scheint ein neuer Norbert zu kommen. Obwohl ich den jetzt nicht ganz so schön gezeichnet finde. Man wird ja auch anspruchsvoll, was Norbert angeht. Ne? Aber das sind so Vorschauprojekte. Und dazu gibt es dann auch noch 3 Notizbücher, die ich ganz witzig finde, weil diesmal sind sie nämlich nicht unterteilt ins Journaling. Dotted mag ich ja sehr gerne, so ein kleines kariertes. Das könnte man auch gut als kleines Tagebuch oder Fototagebuch oder sowas nehmen als Mini. Dann haben wir hier ein kariertes. Das ist bei den Amerikanern gar nicht so verbreitet, diese karierten Notizbücher oder Zettel oder sowas. Und dann haben wir hier noch eins in dem Traveler's Notebook in Size in liniert. Notizbücher brauche ich immer. Dazu passend gibt es einen Stift in so Regenbogenfarben. Und wahrscheinlich ist es so, wenn eine Farbe aufgebraucht ist, rutscht automatisch die nächste nach. Das finde ich auch ganz witzig. Das werde ich auch in meinem Kalender weiterverwenden. Und dann gibt es auch immer noch ein Stempelset mit dazu. Oh, Irene, es tut mir so leid, dass ich das gestern vielleicht mit meiner Bemerkung so ein bisschen schlecht gemacht habe, aber das war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Das ist das Stempelset und es erinnert mich an ein Toten-Sonntagsgesteck.
Es tut mir leid, es ist einfach so, weil ihr wisst ja, ich komme aus einer Gärtnerei und Totensonntag war bei uns immer die arbeitsträchtigste Zeit im Jahr nach dem Pflanzenverkauf. Und da ging es bei uns bis abends um 10, deswegen habe ich immer Probleme bis heute oder bis weit in meine 30er mit dem November gehabt, weil November für mich immer Zeiten waren, da habe ich unter Liebesentzug gelitten, weil halt die Arbeit so vordergründig war und wir Kinder nur so mitgelaufen sind. Wir haben auch abends dann natürlich nicht mehr bis um 10 im Betrieb mitgearbeitet, aber wir sind aus der Schule gekommen, dann wurden Hausaufgaben gemacht und dann ging es ab in Betrieb arbeiten bis zum Abendbrot. Und dann ging es ab ins Bett und das ging so über 4-5 Wochen. Da gab es keine Christenlehre, da gab es keinen Chor, da gab es keinen Sport, nichts. Ne? Also da Freizeitaktivitäten, weil da brauchten wir jede Arbeitskraft. Und in den Totensonntagsgestecken wird halt diese Lotusblüte als getrocknet und auch die Mohnkapseln ganz häufig mit verarbeitet. Und deswegen war das sofort für mich ein Totensonntags-Stempelset. Und meine Mutti wird das sicherlich nachempfinden können. Wenn die das sieht, wird die genau den gleichen Gedanken haben. Alles braucht seine Zeit, ein stiller Gruß, genieße den Augenblick, das ist halt so ein Aufmunterungsset und ich glaube, für mich hat das nicht viel mit Aufmunterung zu tun, weil es einfach mich triggert auf eine ganz spezielle Art und Weise. Nicht unbedingt die beste. Und dann gibt es hier noch so, das kann Stampin' Up, ja, aber da können die ja nichts für, ne? Das ist einfach so. Vielleicht kann ich auch was Schönes draus machen. Mal gucken. Vielleicht kriege ich dann diesen Trigger weg. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Schmierpapier zum Arbeiten, weil wir ja auch Make and Takes machen. Und ja, das ist die Onstage-Box und diese Woche steht ganz im Zeichen von Onstage. Ich werde nicht großartig zu viel nebenbei kommen, weil ich damit tatsächlich schon dann ausgelastet bin. Wie gesagt, am Mittwochabend geht's los mit meinem Team. Da werde ich hier also Technik tagsüber nochmal ein bisschen ausprobieren und aufbauen, weil wir ja zusammen auch basteln wollen. Das habe ich euch ja in der letzten Sequenz schon ausführlich erklärt mit der Technik, mit dem Umbau. Ich habe das zwar schon durchprobiert, aber es muss halt aufgebaut werden, nochmal getestet werden, dass das alles funktioniert. Dann wird der Mittwochabend vielleicht auch spät, das muss ich halt auch einplanen. Und am Donnerstag geht das Live-Event los um 17.30 Uhr. Das werde ich dann zu Hause mit Sven gucken. Das ist die Eröffnungsveranstaltung mit allen Ehrungen und auch schon ein paar Präsentationen. Ich denke, das werden wir zu Hause am Fernseher gucken. Und dann am Freitag und am Samstag sind es über den ganzen Tag verteilt die Vorführungen und die Präsentationen und die Veranstaltungen. Da werde ich also parallel nicht viel machen können, sondern werde da wirklich live mit dabei sein. Wir haben jetzt nochmal den detaillierten Veranstaltungsplan gekriegt, den habe ich mir aber noch gar nicht angeguckt. Und dann ist es natürlich parallel auch der Kontakt mit den Teammitgliedern. Also da steht diese Woche wirklich alles im Zeichen von Onstage. Da wird auf meinem Blog nicht viel laufen, vielleicht kommt kein Scrapbooking am Freitag, vielleicht kommt auch kein Kreativvideo. Je nachdem, vielleicht kriege ich es noch mit eingeschoben, weil diese Woche startet 12 Karten Weihnachten, das ist oberste Priorität. Dann kommt Onstage und alles andere ist dann einfach nochmal Zugabe. Ne? Nur, dass ihr nicht enttäuscht seid, das sind natürlich Sachen, die für uns Demonstratoren auch essentiell sind, weil das sind auch die Informationen, die ihr danach auch von uns bekommt. Das ist halt einfach auch ein Teil meines Jobs. Und ja, das braucht halt auch alles seine Zeit. Ne? Ich wäre ja sonst auch nicht da gewesen. Ich wäre ja sonst auch unterwegs gewesen. Wo auch immer, aber zu der Präsenzveranstaltung wäre ich ja auch gewesen. Und ja, wir haben im Vorfeld schon viel mehr Zeit, weil natürlich diese ganze Anfahrt nicht ist und das Drumherum kein Swap basteln und sowas, das haben wir jetzt gar nicht mehr weiter organisiert bekommen. Vielleicht swappen wir dann, dass wir dann sagen, okay, mit den neuen Sachen, mit den Forscherprojektsachen, dass wir in der kleinen Gruppe da nochmal swappen. Das muss ich mal gucken, das wird sich entscheiden, wenn ich mit meinen Mädels zusammensitze im Meeting und ja. Kunden-Newsletter habe ich letzte Woche geschafft. Und meine Buchhaltung ist ja auch fast genau aufgebucht. Und ja, ich habe tatsächlich gestern mal einen Tag gehabt, Sonntag. Also ich habe heute den ersten Tag seit der Zeitumstellung, dass ich regulär zu einer regulären Zeit aufwache. Am Samstag bin ich aufgewacht, morgens 10 nach 4, pünktlich zum Wecker klingeln. Und habe dann, weil ich nicht wieder einschlafen konnte, mich einfach hingesetzt und habe mein Homeoffice gemacht. Ich will das Montags-Homeoffice auf Samstag verschieben, weil dann können wir auch nochmal einkaufen gehen. Das ist, glaube ich, für uns auch was als Familie leichter dann zu handeln. Deswegen habe ich dann mein Homeoffice gemacht, bis 13 Uhr zwischendurch noch gefrühstückt, habe dann noch unsere Brötchen angesetzt und Brot raus, also den Brotteig schon als erstes Mal durchgeknetet und das alles parallel gemacht. Dann habe ich bis 13 Uhr
mein Büro fertig gemacht. Nicht tutti completi, aber ein Großteil. Und nachmittags kam Johnny zum Kaffee, hat ein bisschen Kuchen mitgebracht und dann haben wir Fußball geguckt. Und Sonntag bin ich zwar auch wieder viertel nach vier aufgewacht, bin dann auch schon ein bisschen durch die Gegend geschlunzt, habe ein bisschen hier geguckt, ein bisschen da geguckt, habe nicht gearbeitet. Ich habe gestern keinen Handschlag getan. Deswegen ist der Vlog auch noch nicht geschnitten und das tat mir gut. Also es ist gefühlt nach dem Urlaub wirklich der erste Tag, wo ich komplett mein Ding gemacht habe. Ich habe den ganzen Vormittag in der Küche gestanden, habe das Brot fertig gemacht, habe für abends die Spaghetti-Soße schon gekocht, damit wir abends nur noch die Nudeln in den Topf hauen müssen und habe dann auch schon das Essen für die Woche gekocht. Ich hatte nämlich Chinakohl und noch mal ein bisschen Hack und wollte eigentlich Frikadellen und Chinakohl machen am Samstag zum Essen. Und dann hat Sven gesagt, och, du könntest mich auch bestechen mit einer Pizza. Und dann haben wir eine Pizza bestellt. Dann hatte ich aber das Gehackte und den Kohl noch. Und dann habe ich so ein bisschen China-mäßig angehaucht. Ich hatte auch noch von der Woche zuvor noch ein bisschen Schmand im Kühlschrank. Und dann habe ich eine Zucchini hatte ich noch. Wir hatten noch ein bisschen Möhre. Und dann habe ich das einfach alles zusammengeschnitten und habe dann so eine China-Kohlpfanne gemacht, ein paar kleine Frikadellen mit rein und mit Reis, dass Sven was für die Woche zum Essen hat. Und dann war ich dann mittags bis Mittag damit beschäftigt. Und dann haben wir nachmittags geguckt, weil wir eigentlich dachten, dass Formel 1 erst um 18 Uhr kommt. Keine Ahnung, wo wir das gesehen haben. Wir haben es aber beide gesehen. Am Ende wussten wir dann, es war doch normal, regulär Formel 1 und haben wir dann verpasst. Und ich hatte die Woche, wurde mir auf YouTube angezeigt, eine Dokumentation über Amerika, eine Arte-Dokumentation war das, über Amerika im Wahljahr. Das wird ja ganz spannend diese Woche, ne? Morgen ist ja Präsidentschaftswahl in Amerika. Man hat ja ein bisschen Angst, ne? Sowohl als auch, je nachdem wie es ausgeht, ne? Das kann, also auf jeden Fall ist es eine fünfteilige Dokumentation auf Arte über das gesamte Wahljahr, beginnend vor Corona noch, ne? Und auch aus vielen Regionen von Amerika, sowohl Republikaner als auch Demokraten und soziale Schwerpunkte. Aus Utah hatten sie dann auch eine Familie, wo Mann und Frau unterschiedliche Anhänger sind und die war sehr interessant. Die ging, eine Folge ging immer um die 50 Minuten. Fünf Folgen, die haben wir in einem Ritt durchgeguckt, das war sehr interessant. Kann ich euch nochmal vielleicht verlinken, die erste Folge, und dann werdet ihr ja weitergeleitet in die anderen Folgen. Für die, alle, die das interessiert, heute Abend kommt eine Dokumentation mit Ingo Zamperoni. Da habe ich Sonntag früh, das habe ich am Sonntag nämlich auf YouTube gesehen, der war in einer NDR Talkshow mit seiner Frau und sein Schwiegervater ist ja Trump-Wähler, bekennender Trump-Wähler, hat auch seine Argumente und ich heute Abend kommt die Dokumentation von Ingo Zamperoni und seiner Frau, die halt auch einfach zeigt, und das war in dieser Dokumentation auch, wie gespalten das Land ist, und zwar bis in die Familien rein, also nicht nur gesellschaftlich schwarz gegen weiß, sondern oder Republikaner gegen Demokraten, sondern es geht wirklich bis in die Familie, bis in die Urzelle der Gesellschaft geht es rein, dass die Familien gespalten sind und das ist nicht gut für das Land, ne? Und Ingo Zamperoni hat in dem Interview bei NDR in der Talkshow halt auch erzählt, warum sein Schwiegervater Trump wählt. Und das ist viele Republikaner sind ja gar nicht so, dass sie sagen, Trump ist der Größte. Oder die Art, wie er ist, die ist ja wirklich widerlich. Es ist einfach, wenn ich den Mann sehe, mir steigen die Nackenhaare, stellen sich auf. Aber aus der Sicht der Amerikaner hat er halt viel von dem erreicht, was er versprochen hatte. Wie er das erreicht hat und auf wessen Kosten das gemacht wird. Aber für viele Amerikaner zählt halt nur, dass er es gemacht hat, ne? Und da dieses diese Gesellschaft zu verstehen, so ähnlich wie wir uns sind, so verschieden sind wir, glaube ich, auch von unseren Mentalitäten Europa und Amerika. Ja. Aber es war sehr interessant und da freuen wir uns heute Abend sehr auf die Dokumentation. So, und jetzt habe ich schon fast wieder eine halbe Stunde gesabbelt. Also der Vlog wird halt gut gefüllt aus zwei Sequenzen Sabbelei. Aber ich weiß, viele von euch lassen das so wie so ein Podcast laufen. Und ja, okay, bei Irenes
bei Irenes Live-Basteln Sonntagabend, kommt immer mal wieder auf, wir gucken mal parallel nochmal rein. Wir halten uns dann schon sehr zurück, weil das ist Irenes Show, ne? Das ist Irenes Veranstaltung und da gucken wir aber halt auch ganz gerne mal rein. Und da ist halt schon, da haben wir auch angedeutet, also Irene und ich sind dabei, etwas zusammen zu machen, zu entwickeln. Wir müssen halt technisch noch gucken, wie wir es hinkriegen. Und mit welchem Inhalt wir das füllen. Ich bin dabei zu überlegen, vielleicht doch ein regelmäßiges Live-Basteln zu machen. Das habt ihr, glaube ich, auch in der letzten Sequenz schon gesehen, dass ich da technisch ein bisschen was probiere, dass wir vielleicht auch mal wieder ein Hangout machen. Also da passiert ganz viel im Moment im Hintergrund. Jetzt ist mein Akku gleich zu Ende. Nur, dass ihr ein bisschen Geduld noch habt, weil jetzt bis zum Jahresende halt bei mir noch so viel auf dem Zettel steht, was ich erledigen muss. Da habe ich nicht so unbedingt den Puffer für. Aber vielleicht ist das was, was wir uns fürs neue Jahr vornehmen können. Der ist ja nicht mehr lange hin, ne? Sind ja nur noch 2 Monate. Ne? In 2 Monaten liegen wir schon nicht mehr in Sauer, weil wir alle wieder arbeiten müssen. Obwohl, wie fällt denn das eigentlich? Donnerstag ist Silvester, Freitag, nee, das ist ein langes Wochenende. Aber jetzt schaltet sich gleich das Akku ab. Deswegen sage ich an dieser Stelle, tschüss, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Lockdown Light ist im Moment auch, ne? Wie gesagt, haltet euch bitte zurück und achtet auf eure Mitmenschen. Und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Also, guckt auch gerne mal bei Instagram vorbei, vielleicht poste ich da auch ein bisschen was von dem, was diese Woche on stage noch hier passiert. Und damit trinke ich jetzt meinen Kaffee aus, bevor der kalt wird und wünsche euch eine schöne Woche. Vielleicht kommt der Vlog auch erst morgen online, je nachdem, wie schnell meine Möhre da hinten ist. Die andere ist übrigens schon bestellt. Das war ein teures Wochenende. Mal sehen, wann die kommt. Die müssen wir dann noch einrichten. Also ich habe mir den neuen Rechner tatsächlich gekauft. Okay, also Mädels, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald auf diesem Kanal. Tschüss!